Also die metabolischen Veränderungen in der Schwangerschaft beginnen einmal so, dass man am Beginn der Schwangerschaft einmal eine Spur insulinsensitiver ist und das ist meistens so im ersten Trimenon und das verändert sich dann. Man wird nämlich zunehmend insulinresistenter, das heißt das Insulin, das körpereigene Insulin, das Hormon, was den Blutzucker senkt oder eigentlich in den Muskel und in die Leber hineinbringt, funktioniert nicht mehr so gut und diese Insulinresistenz, diese zunehmende, steigert um ca. 60% steigt die an. Ja? Und das kann dann eben zu Komplikationen führen, wenn das die Bauchspeicheldrüse nicht mehr kompensieren kann. Also zunächst schüttet die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin aus, um diese Insulinresistenz zu kompensieren. Und wenn man gesund ist, funktioniert das auch ganz gut. Aber wenn man dann eher schon stärker in die Schwangerschaft geht oder genetische Defekte hat, subtile genetische Defekte hat, dann kann sich das darauf auswirken, dass sich eben eine Art Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Dasselbe gibt es dann auch bei Patienten mit präexistenten Diabetes, die gehen halt dann auch in die Schwangerschaft hinein. Es wird immer schlechter und brauchen dann einen höheren Insulinbedarf im Schwangerschaftsverlauf. Ja, das Zeichen vom Schwangerschaftsdiabetes oder auch vom sich verschlechternden präexistenten Diabetes, also der vorher der Schwangerschaft schon besteht, sind die höheren Blutzuckerwerte, die halt im Laufe der Schwangerschaft dann natürlich ansteigen bei Patienten, bei Patientinnen, die diese Erkrankung haben und dann eine pharmakologische Therapie eben notwendig ist. Natürlich ist es so, dass vom Alter her die älteren Patientinnen die sind, wo die möglichen Adaptationsmechanismen der Bauchspeicheldrüse nicht mehr so gut funktionieren, wie das bei jüngeren Patientinnen ist. Man sieht das ja auch zum Beispiel bei Patientinnen mit polyzystischem Ovar-Syndrom, die haben auch ein Problem, dass sie insulinresistent sind und dass sie viel Insulin ausschütten, dass viele Insulin macht, dann viele dieser Symptome, die man halt beim polyzystischen Ovar-Syndrom kennt. Wenn die Patientin jetzt älter wird, dann hat die Bauchspeicheldrüse diese Mechanismen nicht mehr zur Verfügung, ja, die kann nicht mehr so viel Insulin ausschütten, man ist gleichzeitig insulinresistenter und dann kommt es eben dazu, dass es zu wenig Insulin gibt für die Insulinresistenz und dann hat man eben diese Diabeteserkrankung mit der Hyperglykämie, mit den hohen Blutzuckerwerten. Die Behandlung gestaltet sich einmal so, dass man zumindest bei den Gestationsdiabetikerinnen, ja, bei denen, die den bekannten präexistenten Diabetes haben, ist das ein bisschen anders, aber bei denen, die diesen reinen Schwangerschaftsdiabetes haben, machen die First-Line-Therapie in jedem Fall einmal eine Lebensstilmodifikation. Das heißt, wir schulen die Patientinnen dabei, was eine kohlenhydratmodifizierte Diät ist, also wie sie sich richtig ernähren sollen, das ist einmal der Grundbaustein, und dass sie sich bewegen sollen, wenn keine anderen geburtshilflichen Kontraindikationen dafür bestehen. Und im nächsten Schritt schaut man sich dann eben die Glukoseprofile an, das heißt, die Patientin muss den Zucker mitmessen, ja, viermal am Tag oder mehr, richtet sich halt danach, wie schlimm diese Erkrankung von uns befunden wird, geht bis zu sechsmal am Tag. Und dann kann man, wenn das notwendig ist, zusätzlich eine Insulintherapie geben oder man kann auch Alternativen diskutieren mit der Patientin. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Metformin gibt, da muss man aber die Patientin entsprechend über diese Anwendung aufklären. Was vielleicht der Punkt ist, was wir in der Vergangenheit vielleicht auch zu wenig darauf konzentriert haben, sind die Patientinnen, die schon mit Adipositas in die Schwangerschaft gehen, weil ich glaube, dass man da relativ viel gewinnen kann. Mit der reinen Gestationsdiabetes-Diagnostik, das beginnt erst in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche, da ist schon relativ viel Zeit vergangen, da ist schon viel verloren. Man sollte das bei manchen Patienten, die halt ein erhöhtes Risiko haben, und wir wissen, dass das eben die sind, die besonders insulinresistent sind, und das sind eben die adipösen Patientinnen, da kann man schon in der Frühschwangerschaft, beim Erstbesuch kann man durch eine entsprechende Aufklärung schon viel gewinnen. Und ich glaube, dass da in der Zukunft sicherlich ein wesentliche Punkte sind, wo man die Schwangerschaft von diesen Patientinnen optimieren könnte. Also auf das sollte man besonders Fokus legen.